Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war kein Evangelium für uns. Nicht für jene, die in der Welt geblieben sind, die sich verheiratet haben oder einen Mercedes in der Garage stehen haben oder eine schöne Wohnung und all diese Dinge. All das ist nicht gemeint, wenn der heilige Petrus zu Jesus sagt, siehe, wir haben alles verlassen. Habt ihr gehört? Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Das ist vielleicht etwas für die Klosterleute, für die, die ganz weit weggegangen sind. Denn die anderen, wie soll man denn alles verlassen? In unseren Ländern ist das vielleicht noch einfacher. Da gibt es ein soziales Netz und jemand wird dann die Rechnungen schon bezahlen, wenn es dann wirklich nicht mehr geht und wenn man alles auf die Schultern der anderen gelegt hat. Und im Übrigen, wer ins Kloster geht, tut ja viele fromme und gute und richtige Dinge, aber von alles verlassen ist er noch sehr, sehr weit weg. Ganz im Gegenteil, also keiner hat so viele Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf wie jener, der ins Kloster eintritt. Und keiner ist so sicher, dass er dreimal am Tag frische Nahrung auf den Tisch bekommt und sich um nichts kümmern muss. Nicht, wenn andere die Rechnungen bezahlen und den Mercedes, heißt das noch lange nicht, dass man alles verlassen hat. Somit führt uns dieses Evangelium ein bisschen in eine schwierige Situation. Denn wir wissen gar nicht, was gemeint ist, der alles verlassen hat. Und vielleicht müssten wir das Evangelium weiterlesen, um zu verstehen, was alles verlassen bedeutet. Nämlich dann, wenn der heilige Petrus sagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und für die Nachfolge Christi braucht es in der katholischen Kirche ein Dokument, eine Weiheurkunde oder ein Professschreiben, das man unterzeichnet hat. Aber davon steht merkwürdigerweise im Evangelium nichts. Es steht einfach, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und vielleicht müssen wir einen Preis, den wir dafür bekommen, können wir herausfinden, um was es sich handelt, was da ist, dass jener, der das Alte verlassen hat und ins Neue kommt, was der da erreicht. Noch einmal, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, das werden wir dafür bekommen. Und da sagt Jesus, ihr, die ihr alles verlassen habt, bei der Regeneration, ist jetzt noch lustiger, ihr werdet dann auf 12 Thronen sitzen. 12 Thronen sitzen nicht. Das heißt, die K&K-Monarchie lebt da wieder auf. Ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und die Stämme Israels richten. Das werdet ihr tun. Also man verlässt das Alte und betritt einen Gerichtsraum. Einen Thron, einen Thronsaal zunächst und einen Gerichtssaal dann. Preisfrage, was ist das? Das ist die Liturgie der Kirche. In der Liturgie der Kirche stehen die Throne. Bis heute redet man vom Bischofsthron oder vielleicht auch nicht. Das ist vielleicht nicht mehr so politisch korrekt in unseren Tagen. Und darum versteht man auch nichts, weil man die Sprache der Welt anpasst, statt die Welt der Kirche anzupassen. In der Kirche sitzt man auf dem Thron. Und die Liturgie der Kirche, die richtet die Welt. Denn sie gießt die Liebe Gottes auf die Welt aus. Und wer die Liebe Gottes empfängt, der ist nicht gerichtet. Wer sie nicht empfängt, der ist schon gerichtet und wird von diesem furchtbaren Sturm der Liebe Gottes, dem er sich entgegensetzt, hinweggefegt. Das ist doch der Ort, wo wir alles verlassen. Und siehe, wer Vater, Sohn, Kinder, Frau, Haus, all das Mögliche verlässt, der wird das Hundertfache bekommen. Sicher, wenn wir in die Kirche gehen, werden wir eine neue Familie bekommen, einen neuen Mercedes, nämlich den Heiligen Geist, neue Verwandte, eine neue Gemeinschaft. In der Liturgie entsteht die Kirche. Darum braucht er nicht so weit suchen. Er braucht nicht unbedingt die Ehe aufzulösen. Er braucht nicht einmal unbedingt den Mercedes zu verkaufen. Er müsste einfach wissen, wohin er mit dem Mercedes fährt. Das ist das Entscheidende. Und wenn der Mercedes euch in die Kirche führt und wenn ihr in der Kirche während der Heiligen Messe radikal alles hinter euch lässt, als ob ihr in einer anderen Welt wäret, dann gewinnt ihr Distanz zum Alten. Jedes Mal auf den Knien vor der Wandlung. Dann lässt ihr alles hinter euch.
im alten Sinn und werde das im neuen Sinn durch Christus und in Christus, in seiner Liebe ganz neu empfangen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.